was an diesem Projekt hängt. Das kann man sich, wenn man an so einem Projekt noch nicht gearbeitet hat, gar nicht vorstellen. Hier sieht man die Anlage, die ich betreue in Australien. Der Kunde hat aktuell in Australien das Problem, dass er zu keiner kontinuierlichen Produktion von Kaliumsulfat kommt. Und unsere Aufgabe ist es, den Kunden dabei bestmöglich zu helfen. Also hier würde ich schon fast sagen, dass es nicht funktioniert hat. Wobei, es ist schwer zu sagen, wenn ihr es nicht schafft, und es ist nicht abzusehen, dass wir mal zu einer Produktion kommen, dann wird der Laden geschlossen. Hallo, mein Name ist Kevin und ich bin Verfahrenstechniker bei der Qtech AG Salt Technologies. Aktuell bearbeite ich mein erstes Projekt als Projektleiter und mein Kunden, den ich betreue, der sitzt in Australien. Also es ist ein sehr spannendes Projekt, vor allen Dingen in einem anderen Kulturraum, auf einem anderen Kontinent mit sehr vielen verschiedenen Leuten zu arbeiten. Hier sieht man die Anlage, die ich betreue in Australien. Und der Kunde, der uns da beauftragt hat, der muss eine Lösung finden, wie er die Anlage schnellstmöglich kostengünstig optimiert. Und unsere Aufgabe ist es, den Kunden dabei bestmöglich zu helfen. Darauf freue ich mich eigentlich immer, wenn ich so Versuche selbst auch durchführen kann. Auch wenn ich als Ingenieur eigentlich die Rolle einnehme, dass ich alles plane und strukturiere und dem Kunden verkaufe, sehe ich einfach, wie viel Wert in der Praxis steckt. Weil eine Anlage ist ja durch Investoren, durch Banken finanziert. Das heißt, die Kredite müssen irgendwann zurückgezahlt werden. Das geht nur, wenn man das verkaufsfähige Produkt hat. Das ist jetzt unser Experimentarium 2, wo wir quasi in einem kleinen Maßstab die Versuche machen, um sie dann in das große, größere zu übertragen. Also der Kunde hat aktuell in Australien das Problem, dass er zu keiner kontinuierlichen Produktion von Kaliumsulfat kommt. Bei dem Kunden entstehen Zwischenminerale, die nicht gewollt sind, die nicht berücksichtigt wurden. Und wir untersuchen jetzt, wie wir das vermeiden können. Wichtig ist, dass wir das Salz auch vom Kunden und spezifisch für das Projekt bekommen, weil es ist schwer vorzustellen, aber Salz ist nicht gleich Salz. Man muss immer auf die Umgebungsbedingungen, auf das Rohmaterial eingehen und diesen Prozess variieren. Ich erwarte jetzt, dass ich gut herausfinde, was bei dieser Temperatur passiert und welches Mineral entsteht. Und wenn ich weiß, welches entsteht, kann ich auch darauf reagieren, wie ich es denn weiterverarbeite. Also ich werde mal schauen, was bei dem Versuch jetzt rauskommt. Wir machen den zum ersten Mal. Interessant wird wirklich, was unter dem Mikroskop zu sehen ist. Auf den Beruf Verfahrenstechnik bin ich tatsächlich auf Umwegen gekommen. Ich habe mich für vieles interessiert und konnte mich auch als Schüler nicht so richtig entscheiden, was ich weiter studieren sollte. Und was mich an diesem verfahrenstechnischen Beruf einfach fasziniert, ist die Vielseitigkeit. Für mich gibt es irgendwie keinen Alltag. Es gibt immer wieder irgendeine neue Aufgabe, eine neue Herausforderung, die wartet, eine neue Fragestellung. Viele würden ja sagen, dass ist doch anstrengend, wenn du dich jeden Tag mit etwas Neuem beschäftigen müsstest, aber ich mag das irgendwie. Genau, das ist jetzt mein Versuchsstand hier. Das ist der Reaktor, in dem die Umsetzung durchgeführt wird. Dieser Reaktor wird beheizt. Das ist jetzt die Umsetzungslösung, um aus dem Rohsalz ein anderes Mineral herzustellen. Schlimm wäre es, dass ich irgendwas vergessen habe aufzunehmen, sodass ich keine Erkenntnis daraus gewinnen kann. Also die Temperatur ist jetzt bei 35,3 Grad. Wir können anfangen eigentlich. Jetzt verschließen wir den Versuch. Das rührt jetzt eine Stunde und dann
schauen wir weiter. Also es klingt krass, ich habe es auch Freunden erzählt. Ich habe gesagt, ich bin jetzt Projektleitung. Oh, krass, kriegst jetzt mehr Gehalt und Dienstwagen und alles drum und dran. Mehr Gehalt gibt es immer, wenn man gut arbeitet. Aber ja, ich bin mit meinem Fahrrad zufrieden. Für mich war es schon, ja, jetzt ist es meine Verantwortung. Jetzt bin ich in der Position, wo von Kollegen mehr die Frage kommt, wie machen wir es? Und du musst es jetzt entscheiden. Früher warst du in der Position und hast gefragt, wie machen wir es? Ich weiß nicht, das war herausfordernd, aber ich lasse mich nicht von diesem Gefühl einnehmen. So, das ist jetzt mein Wecker und wir können jetzt den Versuch enden. Jetzt die beiden in die Zentrifuge. Hier oben ist jetzt quasi unser Salz und hier unten ist die Lösung. Genau, wir schauen jetzt mal, ob sich etwas von dem Salz in das gewünschte Kaliumsulfat-Doppelsalz Leonit umgewandelt hat. Also das Charakteristische an Leonit ist vor allen Dingen, dass es unter polarisiertem Licht blau-gelb schimmernd erscheint. Wenn es kristallisiert ist, dann hat es auch noch eine typische Nadelform. Also hier würde ich schon fast sagen, dass es nicht funktioniert hat. Wobei, es ist schwer zu sagen, also sowas in der Art würde ich dem Leonit zuschreiben. Kontrovers dazu, die Regenbogenfarben von diesem Salz, welches ein anderes Kaliumsalz eher zuzuordnen wäre als das Leonit. Also ich würde tatsächlich sagen, bei dem Versuch jetzt, wenn ich so die ersten Impressionen habe, würde ich tendenziell eher sagen, man braucht eine höhere Temperatur als 35 Grad. Vielleicht sind wir bei 35 Grad noch nicht zu warm, dass sich der Leonit stabil bildet. Das heißt, der Versuch, den zu wiederholen bei der gleichen Zeit mit der gleichen Lösung und dem Salz bei 45 Grad erscheint für mich der richtige Schritt. Also für die Verfahrenstechnik würde ich sagen, bräuchte man Ausdauer, weil nicht alles gleich in dem ersten Moment funktioniert. Das heißt, man muss auch viel tüfteln und viel verbessern. Da hat man auch viel oft Momente, wo man zurückgeworfen wird. Ich weiß, dass ich im Studium auch manchmal gezweifelt habe, was versteht man überhaupt unter der Verfahrenstechnik? Das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen. Zum Beispiel fängt man ja im Studium mit Grundlagen in der Mathematik, Physik und Chemie an. Was ich sozusagen mit diesen Grundlagenfächern gelernt habe, ist so eine Art wie eine Sprache, ein Verständnis, was ich jetzt anwenden kann. Also man muss natürlich bei solchen Versuchen auch immer bedenken, dass in einem Labormaßstab hat man immer so eine Art wie ideales System. Wir müssen erstmal schauen, was wir herausfinden, inwieweit das auf den Standort in Australien wirklich realisierbar ist. Was an diesem Projekt hängt, das kann man sich, wenn man an so einem Projekt noch nicht gearbeitet hat, gar nicht vorstellen. Das ist so echt enorm, wenn man denn halt Hinweise gibt in Australien, wie man eine Maschine zu betreiben hat, die 200.000 Euro kostet beispielsweise. Da denkt man zwei, dreimal drüber nach, was für Empfehlungen man beim Betreiben dieser Maschine gibt. Also herausfordernd im Alltag ist definitiv die Diskussion. Es gab eine Situation in Australien, da kam ein Privatinvestor, hat sich die Anlage angeguckt und wollte, dass alles schnell geht, alles gut funktioniert und hat im Englischen halt gesagt, what the shit is that? Und fucking German design. Sorry, aber das hat er so gesagt. Und nicht in der Tonlage, in der ich es sage. Das ist einfach
der Charakter dann auf der Baustelle. Der ist rau, hart und somit muss man klarkommen. Und das so abzugrenzen, das ist manchmal ziemlich schwierig und herausfordernd. Also ich bin ein Mensch, der das auch ein bisschen an sich ranlässt. Aber wenn man sich dann abends zusammensetzt und am Essenstisch sozusagen trotzdem noch normale, entspannte Gespräche führt, dann ist auch so eine technische Diskussion, wo es mal ein bisschen hitziger werden kann, völlig okay. So, die eine Stunde ist jetzt vorbei. Was auf jeden Fall anders ist als zuvor, wir haben jetzt mal Partikel, die klassisch die Form schon mal haben. So wie mir die Partikel jetzt gerade erscheinen, wirken sie, als wäre es bei 45 Grad erfolgreicher gewesen. Diese Stäbchen, die wir hier überall sehen, die wären eigentlich klar zum Leonit zuzuordnen, den wir kristallisieren wollen. Das sieht man hier sehr schön, also wirklich. Wir haben jetzt nur 10 Grad geändert und die Partikelstruktur ist eine ganz andere, die sich gebildet hat. Das, was man aus dem Lehrbuch gelernt hat, das andere beigebracht haben, hat man jetzt halt selbst gemacht. Das ist schon ein cooles Gefühl. Der schlimmste Fall wäre natürlich, dass ich jetzt mit meiner Interpretation völlig daneben liege. Aber ich bin gespannt auf die Ergebnisse. Wenn ich herausfinde, dass der Prozess funktioniert, das wäre ein sehr, sehr großer Meilenstein für unsere Firma, aber auch für mich, weil für mich wäre es sozusagen das erste größere Projekt, was erstmal wirklich erfolgreich abgeschlossen wird. Also jetzt, wo ich die Ergebnisse zur Verfügung habe, bin ich schon ein bisschen aufgeregt. Wenn ich jetzt die Analysen gleich aufmache und auf einmal sehe, dass komplett andere Minerale entstanden sind, dann müsste ich nochmal zurück ans Reißbrett, wie man so schön sagt, und alles neu planen. Ja, das sieht doch gut aus. Es wurde als richtig bestätigt, was ich damals unter dem Mikroskop gesehen habe. Der Versuch bei 45 Grad weist nur NaCl und Leonit auf. Eine leichte Spur eines anderen Minerals, welches jedoch nicht schlimm ist. Das sind doch Ergebnisse des Versuchs, mit denen ich zufrieden bin. Also wir haben jetzt sozusagen ein Fundament, auf dem aufgebaut werden kann. Jetzt müssen wir schauen, was wir verändern müssen, damit wir das Ergebnis von 45 Grad immer erhalten. Wenn ihr wissen wollt, wie das Studium der Verfahrenstechnik aussieht, dann einfach hier klicken und Einblick in das Chemieingenieurwesenstudium erhaltet ihr hier.